Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Siedler 3. Ja, machen wir direkt mal weiter, ne? Okay, ist jetzt schon ein paar Tage her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Also die Türme sind besetzt. Soldaten scheint man ja jetzt auch genug zu haben. Wie sieht es mit der Aufwertung aus? Oh, sind wir schon wieder bei 95%. Okay. Denn ich erinnere mich noch, ich glaube, der Septimus, der hat ja komplett aufgewertete, ne? Aber mit der Kampfkraft scheint es nicht so weit her zu sein. Aber ich glaube, wir werden noch ein paar Soldaten brauchen. So, ja, kommt mal hier hoch. Was stellen wir denn jetzt gerade her? Querbeet, okay. Siedler haben wir noch genug. Wie hat man denn die eingestellt? 35% Träger. Ja, das ist ordentlich. Und ich glaube, wir hatten irgendwie noch ein Problem jetzt hier, dass die Mühle so weit oben ist, ne? Aber das scheint sich jetzt auch getan zu haben. Dadurch, weil wir die Träger erhöht haben, genau. So, jetzt gucken wir nochmal hier bei den Holzfällern. Ihr kennt ja in dem Wald, da habt ihr es nicht so weit. Ich denke mal, wir haben jetzt rundherum alles abgeholzt. Ach so. Was ist mit euch? Ihr könnt dann hier abholzen. Okay. Und dann immer wieder Spione rüber oder was? Ich bin da echt gespannt, wenn es dann zum Kampf kommt. Wie wir uns da schlagen. So, zeig mal her. Wir wollten ja hier noch ein bisschen erkunden. Edelsteine, stimmt? Wir wollten doch noch ein paar Edelsteine. Geh mal hier runter. Das sieht mir doch auch ein bisschen aus wie Berg, hä? Naja, ein bisschen Dreckhaufen ist es, ne? Mal her, können wir da was finden? So, Aufwertung. Nehmen wir Bogenschützen, ne? Da würde ich sagen, da tun wir die Waffen schmieden. Komm, machen wir 20 Bogenschützen. Ich müsste mir mal direkt überlegen, ab wann wir denn da mal angreifen können. Da müsste sich mal noch ein bisschen. Man müsste den mal provozieren. Vielleicht irgendwas hinsetzen hier, wo er sich provoziert fühlt und dann gucken wir mal, mit was er rüberkommt. Pyramide. Haben wir da überhaupt. Hier unten? Aber wir werden bestimmt immer noch ein bisschen große Häuser brauchen. Kann man denn hier oben. Nee. Hier könnte man noch ein großes Haus hinsetzen. Ich mache mal eine große Pyramide hier unten hin. Ich bin nämlich mal gespannt, was unser Priester so drauf hat. Okay, mach da mal. Material ist ja genug da. Aber der Bauer scheint sein Zeug zu machen hier, ne? Das ist nicht zu hügelig, ferne. Okay, die Minen werden gut versorgt. Was ist hier? Ach, stimmt, wir haben zwei. Ist das auch eine Goldmine? Ah, wir haben. Und nur ein Fischer, ne? Das ist es. Wartet. Habe ich hier unten irgendwo Fische gesehen? Ja, hier. Könnte man denn noch? Erst hier oben, ne? Tja. Ah, hier ist ein Oderwelsch rumgesprungen. Komm. So. Okay, na, da bin ich mal gespannt. Ha.
Wenn man jetzt zum Beispiel einen Aussichtsturm dahinstellt, hä? Ob der sich da angepisst fühlt, der Septimus? Wir müssen den irgendwie auf unser Gebiet locken, damit wir unsere volle Kampfkraft ausspielen können. Aber ich sehe gerade, unser Lager ist voll. Komm, setzen wir mal hier noch eins hin. So, hast du noch was gefunden? Ein bisschen? Nicht. Schade. So, und hier nur Wüste, oder wie? Ja, hier ist schon... Hier ist schon Ende. Da wird es wohl kein Gebirge mehr geben hier, ne? Ja, hier auch. Schade eigentlich. Ja, da tun wir mal noch ein bisschen was aufdecken. Mal sehen. Okay, geh du mal hierher. Na, Leute, haben wir noch genug? Okay. Wir probieren einfach mal gucken, ob hier so ein Aussichtsturm, ob das schon reicht, ihn irgendwie zu provozieren. Wir tun jetzt ganz schön rekrutieren, ne? Ich tu mal kurz die Kassette vorspulen. Ich werde jetzt bloß noch rekrutieren und dann gucken wir mal, wenn die Gebäude hier fertig ist und der erste Priester ist da, dann gucken wir uns den mal an. Na, also bis gleich. Ja, meine Lieben, da bin ich wieder. Also wir haben jetzt soweit alles aufgebaut. Ein paar Priester haben wir jetzt ausgebildet und er lässt sich aber nicht durch den Aussichtsturm irgendwie provozieren. Ne? Da kam bisher nichts. Genau. Hier oben habe ich mal noch ein großes Wohnhaus hingebaut, weil wir müssen hier immer mal wieder ein paar Soldaten rekrutieren. Und ihr seht, ich habe da mal eine ganze Menge Soldaten rekrutiert. Wir können aber jetzt nicht nochmal... Ne, wir sind bei 76%. Okay. Ich würde einfach mal einen Angriff riskieren. Ich meine, der hat... Der Septimus hat besser ausgebildete Soldaten, aber ich hoffe, dass wir vielleicht mit unserer Kampfkraft 67%, dass wir da vielleicht ein bisschen punkten können. Ich würde es einfach mal probieren. Okay, also alles, was einen Stein schmeißen kann. Kommt jetzt mal mit. So, vorwärts. Das ist eine Armee. Mal gucken, ob wir was mit unserem Zauber vielleicht bewirken können. Und der wird ja bestimmt gleich mit seinen Soldaten irgendwie hochkommen. Okay. Na, hier kommt er doch schon. Bannen. So. Hier, Angriff, kommt. Vielleicht durch unsere schiere Masse bis zum Kind dann klar machen. Okay, was haben wir hier noch? Los, alle nieder. Wow, was kommt denn hier unten noch alles?
Müssen wir ziehen uns erst einmal zurück hier. Wir haben ja... Nee, wir sind nicht mehr. Sind wir noch im Bann? Nee. Spannend. Haben wir noch irgendwo was zum Nachschießen? Naja, ein bisschen was haben wir doch, gell? Wir versuchen mal ein bisschen, ob wir ins Hinterland kommen. Och, was kommt denn hier unten? Los, komm, hier, Angriff, den Turm. Ach, du Scheiße. Jawoll! Oh, er zieht sich zurück. Wir schicken mal Bob Priester hier her. Mal gucken, ob wir da... So. Hier haben wir noch ein paar Soldaten. Geht mal hier zu dem Turm. Nee, kommt mal zurück, kommt mal zurück. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir unsere... Wir müssen unsere Kräfte erst einmal jetzt wieder ein bisschen... Ich glaube, da haben wir erst einmal ganz gut... Ganz gut jetzt was losgelegt, oder? Verwundete können dann gleich hier, wo haben wir es? Hier. Hier im Lazarett. Was ist denn jetzt mit dem hier? Da will doch wohl nicht jetzt etwa mein Priester hier. Kommt, Bogenschützen ran. Bleibt mal schön hier. Okay, ich würde schon sagen, die Türme, die lassen wir mal besetzt. Haben wir denn schon wieder, um da rein aufzufüllen? Ja, es sind schon wieder ein paar da. Ich, 100%. Da tun wir doch direkt gleich mal Schwertkämpfer ausbilden. Das wäre doch gelacht, wenn wir den jetzt hier nicht niederkriegen, ja? Haben wir denn noch Siedler? Na, viel sind es nicht mehr, ne? Kein Platz. Und hier? War denn das? Wir können doch auch mal was abreißen, ne? Und? Gut, bauen wir hier wieder was hin. Ja, mal schauen. Na, hier hat er zwei große Türme. Wenn wir die erstürmen könnten, das
wäre natürlich. Jetzt hätten wir natürlich den Zugang zum Asiaten. So, wenn ich mal so mache, was. Na, einen Haufen Bogenschützen haben wir hier mit dabei. Wir brauchen. Also Bogenschützen haben wir einige. Sind das jetzt schon hoch aus? Tja, ne? Haben wir doch schon die größte Aufwertung. So. So, haben wir denn noch Steine überhaupt? Der hat ja nichts mehr, ne? Kann der vielleicht da drüben? Ja. Okay, und der Steinbruch? Der hat auch nicht mehr. Komm, da gehst du mit Jonona. Und der hat bloß noch hier oben. Und der kann das hier noch machen. Und dann haben wir ja bloß noch hier oben ein paar Steine, ne? Steinbruch, da hast du aber für nichts Platz hier, ne? Naja, gut. Sehen wir mal weiter. Wieder ein paar Schwerter hier, komm. Kampfkraft 70%. Ist das locker? Das ist doch schon wieder fast voll, Mensch. Ja, mach mal hier hin. Aber das geht. Die Kampfkraft erhöht sich bei Edelsteinen schneller, habe ich das Gefühl, ne? So, was braucht er denn? Gar nicht mehr. Nur noch aufbauen. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass die anderen zwei Siedlungen von dem Septimus gar nicht so stark sind. Sondern dass das hier nur die ist. Also ich würde sagen, als nächstes gehen wir es an, ne? Und tun die zwei großen Türme. Türmen. Wie sieht denn überhaupt die Gesundheit aus von meiner Truppe? Was fehlt dem? Kohle? Warum? Habt ihr hier bei dem Wohnhaus... Ja, da fehlen Steine, ne? Aber wir haben doch genug Träger, die müssen das Zeug doch runterbringen. Ein Haufen Schwerter liegen hier rum. Naja, das geht dann dort richtig federn, ne, wenn das Haus fertig ist. 28%. Zieht euch nur warm an. Naja, es sind noch ein paar Einzelne, ne, die krank sind. Hat er noch einen Turm hier davor gesetzt? Ah, okay. Na kommt, werd fertig. Jetzt geht's los. Na schnappt euch mal hier das Schwert, kommt. Doch wieder einige zusammen.
Alles klar. Tun wir nochmal später. Wir machen jetzt. Ich glaube, Bogenschützen haben wir erstmal genug. So. Wie sieht's aus mit unserer Truppe? Ja, los, komm, wir greifen jetzt hier. Oh, wie wär's denn am Nehmen? Wir machen nicht durch den Sumpf. Wir machen mal außenrum. So, kommt mal alle mit. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Na, genau, los geht's. Schwerter. Zack. So, Priester nachziehen. Los, und Angriff. Hier runter. Nicht hier rauf. Wir brauchen jetzt jeden Mann hier unten, komm. Dann noch in der. Okay. Na gut, wenn ihr eben den Asiaten platt machen wollt. Dann ziehen wir uns erstmal dahin zurück. So, naja, dann kommt, macht weiter. So, mal noch eine neue Armee aufstellen hier. Was hat er denn jetzt? Was pfeift denn hier ständig? Okay. So, da würde ich sagen, komm, da greifen wir mal hier an. Kennt man hier noch? Nee. Ja, klar. Komm schnell den Turm hier. Da kommt doch hier unten schon wieder. Haut bloß ab. Da ziehen wir mal unsere Priester auch mal wieder zurück, hä? Was haben wir denn hier noch? Bogenschützen. Kommt mal alles zurück hier. Nee, guck mal her, geht mal hier gleich mal ein bisschen zum Arzt. Wir können doch nicht so rumburscheln mit unseren Soldaten. So, okay. Ich würde mal sagen, das soll du erst einmal reichen, ne? Das, dann machen wir erstmal die ganzen Türme hier weg. Und wieder zurück. Dann machen wir den weg. Da haben wir erstmal Baumaterial wieder ohne Ende, ne? Das weg. Ja, den können wir auch noch hier. Zack. Goldhammer. 71%. Und Haufen Kohle. Das ist diesmal echt kniffliges Level hier.
ist der eine so, wie du es richtig machst, ne? So, geht mal hier rüber. Gleich mal zum Doc. So, haben wir sonst noch hier oben irgendwelche Soldaten stehen? Nee. Doch, hier. Okay, und wieder zurück. Das sollten doch jetzt erst einmal die Platzprobleme... Warte, Priester. Die schicken wir gleich mal auf, die sind eh ein bisschen langsam. So. Hier können wir denn schon wieder aufwerten? Nee. Und Siedler haben wir auch keine mehr. Aber wir haben ja hier Platz, ne? Wie stark ist denn unsere Truppe jetzt überhaupt? Hier unten noch. Ja, wir haben schon ordentlich, ne? Steinbruch. Ich glaube, wir müssen jetzt erst einmal wieder ein bisschen was für die Wirtschaft tun, denn wir haben keine Steine mehr. Der kann weg, der macht einen Haufen hier unten. Wir hatten doch hier noch irgendwo. Der kann weg, der hat nichts mehr. So. Na, da hat noch Le Weng was. Könnten wir hier oben noch einen Turm hinsetzen. Vielleicht kommen wir da ein bisschen an die... Hier ist aber auch noch ein großes Steinfeld. Okay. Dann machen wir das weg. Kommt der Soldat gleich mit hier hoch. Ich hoffe mal, dass wir den dann ordentlich geschwächt haben, dass der seine Priester nicht mehr so... Das ist ja das, was mir auf den Sack geht. Den Septimus, seine Priester. Aber hier ist ja so ein... Ach nee, wir brauchen einen großen Tempel. Was baut er denn hier? Einen großen Turm. Oh je. Könnten wir doch eigentlich mal einen Trupp hinschicken. Bevor die da fertig sind, tun wir den gleich stürmen. Gucken. Genau, stimmt. So, baut mal weiter. Das wäre ja ein ganz schönes Husarenstück, hä? Komm, bleibt mal hier oben. Ah, wieder ein paar Leute. Okay. Na komm, werd fertig. Was natürlich auch cool wäre, wenn wir jetzt an den zwei großen Türmen links vorbei, dort wo der Bäcker ist, und dann im Hinterland mal ein bisschen die Wirtschaft platt machen. Da denke ich, da könnte man auf Dauer kaputt kriegen. So, seid ihr jetzt hier? Geht das mit dem Turm mal los jetzt oder was? So, da stellen wir mal eine Truppe zusammen, da gucken wir mal. So, macht euch schon mal kampfbereit. Jetzt, los. Na kommt, kommt, kommt. Los, rein. Und das Ding voll besetzen. Und jetzt? Wollt ihr es wieder haben, ne? Ja, ja. Na, dann kommt. Dann probiert's doch mal. Nee, komm, 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 komm zurück. Keine Einzelaktion hier. Vielleicht können wir hier den aber auch mal voll besetzen. Da ist ja, der ist voll, okay. Das hat er sich jetzt bestimmt nicht so gedacht.
Lasst euch doch nicht provozieren. Kommt doch mal zurück, Mensch. Oh, das kotzt mich an. So, und Position halten, kommt. Okay. Ja, ich würde sagen, wir lassen den Status Quo jetzt erstmal so und machen erstmal einen Cut. Schaltet gern das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Siedler 3. Ich hoffe, da kommen wir dann noch ein Stück weiter, dass wir den Septimus hier, die Truppe zumindest, dass wir den mal endgültig besiegen. Denn ich glaube, das mit den Asiaten wird jetzt nicht so schwer werden. Ja, also bleibt mir schön gesund und bis dahin. Ciao, ciao.